Es war ein sehr trauriger Tag, als der König von Babylon Jerusalem mit seiner Armee umzingelte. Sein Name war Nebukadnezar. Angriff! Der König und seine Armee stahlen viele Dinge, die Gott gehörten. Und dann zerstörten sie den Tempel. Dann befahl der König, die gestohlenen Dinge nach Babylon zu schaffen. Aber das war nicht alles, was er stahl. Asenas, bring mir die intelligentesten jungen Männer von Jerusalem. Sie müssen gesund und sehr klug sein, damit sie für mich im Palast arbeiten können. Lasst sie in Ruhe. Sie sind aus dem Tempel. Sie gehören Gott. Bringt alles zurück in unser Königreich. So wurden Gottes heilige Becher und Platten und Jerusalems beste junge Männer hunderte Meilen weit fortgebracht nach Babylon. Unter diesen Verschleppten waren auch Daniel und seine Freunde Schadrach, Meschach und Abadnego. Und obgleich Daniel und seine Freunde hunderte von Meilen von ihrem Zuhause und dem Hause Gottes fort waren, blieben sie Gott treu ergeben. Ich hoffe, ihr lernt fleißig. Ach, das ist unmöglich. Wir lernen nie, eure Sprache zu lesen und zu schreiben. Gott war mit Daniel und seinen Freunden. Eure Sprache ist sehr interessant, Eure Majestät. Lehrt uns mehr. Gott gab ihnen mehr Wissen als den anderen Studenten. Und sie liebten ihn dafür. Bald merkte der König, dass die Jungen 10-mal klüger waren als alle Zauberer, Magier und Weisen Babylons. Und Gott gab Daniel etwas Besonderes: die Fähigkeit, Träume zu kennen und zu verstehen. Das war auch eine gute Sache. König Nebukadnezar wurde von einem seltsamen Traum verfolgt. Arioch! Ein Traum, der ihn nächtelang nicht schlafen ließ. Bringt meinen besten Zauberer, Magier und Weisen. Sie müssen mir sagen, was dieser Traum bedeutet. Nun, worauf wartest du? Schon unterwegs, oh König. Schlaf, Schlaf. Ich brauche meinen Schlaf. Was verlangt ihr zu wissen? Stellt eure Frage. Wir haben alle Antworten. Dank sei den Göttern. Ich habe eine überaus wichtige Frage an euch, Magier, Zauberer und Weiser. Nein, er ist der Zauberer. Er ist der Weise. Er ist der Magier, oh König. Ja, sicher. Wie auch immer. Wollt ihr wissen, was kälter ist? Schnee oder eine Hundenase? Oder wie man Schafsmilch in Kleidung verwandelt? Oder die Anzahl der Riesen, die auf der Welt leben? Nein, nein, nein. Ich habe fortwährend einen seltsamen Traum, Nacht für Nacht. Das ist einfach. Kleinigkeit. Kein Problem. Dann sagt mir, was er bedeutet. Gut, aber erzählt uns erst euren Traum. Dann sagen wir euch, was er bedeutet. Oh nein! Wenn ihr so schlau seid, erzählt mir zuerst meinen Traum und dann seine Bedeutung. Ihr wollt, dass wir euch sagen, was ihr bereits wisst? Um euch dann zu sagen, was ihr nicht wisst? Aber ihr wisst nicht, ob wir wissen, was ihr wisst? Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ihr schlau seid. Macht ihr Witze? Niemals. Vergesst es. Sagt mir sofort, was ich geträumt habe, oder ich werde euch bestrafen! Aber kein Mensch der Welt könnte das tun. Nur die Götter können das wissen. Und die leben nicht auf der Erde. Das reicht! Jetzt bin ich wütend!
Ich werde nicht nur euch drei bestrafen, sondern Arioch! Alle Zauberer, Magier und Weisen Babylons sollen verschwinden! Nun, worauf wartest du? Ist schon unterwegs, oh König. Arioch ging zu Daniels Haus. Er erzählte ihm von des Königs Beschluss, alle weisen Männer Babylons bestrafen zu lassen. Warte, Arioch, bitte, tu heute niemandem etwas. Daniel, du bist mein Freund. Ich werde warten, aber nur bis morgen früh. Lasst uns beten, meine Freunde. Gott wird uns helfen, des Königs Geheimtraum zu verstehen. Niemand sollte deshalb verletzt werden. Wach auf, Daniel. Ich komme, um dir des Königs geheimen Traum zu erklären. Ich danke dir, Gott. O König, jemand ist hier, um euch euren Traum zu erklären. Unmöglich! Wer könnte klüger sein als mein Zauberer, mein Magier und mein Weiser? Einer eurer Gefangenen aus Judäa. Du kannst mir meinen Traum erklären? Nein, ich nicht. Soll das ein Witz sein, Arioch? Nein, aber Gott im Himmel kann alle geheimen Dinge erklären. Oh, I know what your dream means. I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I've heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream needs. Oh, King Nebuchadnezzar, believe me, it's my pleasure to come here to you and shed some light. I've been praying to God, and this may sound awfully odd, but I understand the dream you had last night. Saw a statue with a head of gold. He was bronze and iron with big clay toes, symbolized the kingdoms of this earth. The golden face that I saw shining means down here you're the number one king. I'm giving you the facts for all they're worth. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. Now the rock that rolled on down and brought the statue to the ground shows that earthly kingdoms soon will pass. Yeah, the interpretation is that out of all the nations, God's is the kingdom that will last. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I've heard. It's a simple message, sir, with a truly holy theme. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. Oh, I know what your dream means. God has told me to pass the word about what I've seen and what I've heard. It's a simple message, sir, with a truly holy thing. Oh, I know what your dream means. God has told me, King, what your dream means. Ganz genau. Du bist klüger als all meine Magier, Zauberer und Weisen zusammen. Nicht ich, Sire. Gott hat mir das Geheimnis verraten. Nicht, weil ich größer als andere bin, sondern damit ihr versteht, was es bedeutet. Ja, aber was bedeutet es denn? Ihr seid jetzt der König, aber weder ihr noch euer Königreich wird ewig währen.
Aber Gottes Königreich wird ewig sein. Dein Gott ist der Gott aller Götter, der König aller Könige. Dein Gott sagt Menschen Dinge, die sie unmöglich wissen können. Du verdienst eine Belohnung. Von diesem Moment an wirst du als Statthalter über Babylon herrschen und für alle meine Weisen verantwortlich sein. O König, ich bitte euch, bestraft sie nicht. Selbstverständlich, was immer du willst. Wie war dein Name doch gleich? Daniel, wenn ich herrschen soll, brauche ich Hilfe. Ich habe 3 weise Freunde. Macht auch Schadrach, Meschach und Abadnego zu Statthaltern Babylons. So soll es sein, Daniel. Viele Jahre vergingen. Und nachdem Nebukadnezar den Thron abgegeben hatte, wurde sein Sohn Belsazar König. Daniel blieb in Babylon und 3-mal an jedem Tag verneigte er sich in Richtung Jerusalems und betete zu Gott. Nach so vielen Jahren hatte der neue König Belsazar Daniel völlig vergessen. Eines Nachts feierte Belsazar ein großes Fest. Oh ja, ich möchte auch sehr schön. Der närrische König verwendete die Becher und Platten, die aus dem Hause Gottes gestohlen worden waren. Habt ihr auch alle Spaß? Indem er aus den gestohlenen Bechern trank, missachtete er Gott. Da er nur an Götzen aus Gold, Silber, Eisen, Bronze, Holz und Stein glaubte. Wir wollen den Göttern für dieses wunderbare Fest danken. Was ist das? Zauberer, Magier, Weise, kommt her, schnell! Was besagt das? Lest es mir vor! Viele meine Tiegelpersonen? Viele meine Tiegelpersonen? Ich sage euch was, wer immer diese Worte entziffern kann, bekommt eine goldene Kette! Ene meine Theke Petersilie. Ene meine Theke Petersilie? Ene meine Theke Petersilie? Wie wäre es damit? Eine feine purpurne Robe eines Königs würdig. Ich mache ihn zusätzlich zum drittmächtigsten Statthalter meines Reichs. Unmöglich. Unfassbar. Unentzifferbar. Oh. Gibt es denn niemanden in meinem Königreich, der diese seltsamen Worte lesen kann? Ich kenne jemanden, mein Sohn. Sag mir, Mutter, wer ist es? In den Tagen deines Vaters besaß dieser Mann die Weisheit der Götter. Lass Daniel rufen. Bist du Daniel? Derjenige, der an den Gott glaubt, der Himmel und Erde geschaffen hat? Sieh, die Goldkette, die purpurne Robe und der drittmächtigste Statthalter meines Reichs. All das soll dein sein, wenn du mir diese Worte vorlesen kannst. König Belshazzar, behaltet eure Geschenke oder gebt sie jemand anderem. Dann kannst du sie auch nicht lesen. Doch, ich kann. Und ich sage euch, was sie bedeuten. Euer Vater war so stolz und stur, dass er sein Königreich verlor. Gott herrscht über alle Dinge auf der Erde und er entscheidet, wer König sein wird. All dies wisst ihr und doch bereut ihr all eure schlimmen Taten nicht. Heute Nacht habt ihr aus seinem Tempel gestohlene Becher und Platten benutzt. Ihr habt Gott missachtet. Gott selbst sandte die Hand, die diese Worte schrieb. Mene,
Gott hat die Tage bis zum Untergang eures Königreichs gezählt. Tekel, ihr seid nicht gut genug, um länger König zu sein. Parsin, euer Königreich wird einem anderen Volk gegeben werden. Daniel, ich weiß, du sprichst die Wahrheit. König Belsazar hielt Wort und gab Daniel die purpurne Robe und die goldene Kette und machte ihn zum drittmächtigsten Statthalter des Landes. Was Daniel gesagt hatte, erwies sich als wahr. Und noch in dieser Nacht. Übernahm ein anderer Herrscher, König Darius, das Königreich. Der König wählte 3 Männer, über das Reich zu herrschen. Und da Gott Daniel so weise gemacht hatte, war er einer der 3. Schon bald merkte König Darius, dass Daniel besser war als die anderen beiden. Und er beschloss, ihn zum einzigen Statthalter des Landes zu machen. Das machte die anderen beiden sehr wütend. Die beiden Männer wollten Daniel schlecht machen. Aber er sagte stets die Wahrheit und war weder faul noch untreu. Wir müssen ein schlechtes Licht auf Daniel werfen. Aber wie? Er ist einfach zu gut. Ich habe eine Idee. Daniel glaubt wirklich ganz fest an seinen Gott. Das werden wir gegen ihn verwenden. Ich bin es, Gott. Daniel. Ich hatte recht. Daniel dreht sich gen Jerusalem und betet 3-mal täglich zu seinem Gott. Dieser Plan wird funktionieren. Das werde ich dem König berichten. Hey, das ist mein Plan. Ich sage es dem König. Nicht, wenn ich zuerst da bin. Wag es ja nicht. Sie hatten einen schrecklichen Plan. Einen Plan, wie sie Daniel loswerden konnten. Oh, König Darius, ihr habt viele Feinde. Und wir können sie für euch finden. Lasst uns doch 30 Feiertage im Königreich ausrufen. 30 Tage lang soll niemand einen anderen Gott oder Menschen anbeten, abgesehen von euch. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Aber hier kommt das Beste. Wenn jemand nicht zu euch betet, muss er euer Feind sein. Und den werfen wir dann in die Löwengrube. Bei den Göttern. Ich meine, bei mir. Das gefällt mir. 30 Feiertage für mich. Ja, großartige Feiertage. Ein Fest wie kein anderes. Das muss ich Daniel erzählen. Das ist ein wunderbares neues Gesetz. Daniel hörte von dem neuen Gesetz, aber er blieb Gott weiterhin treu. Er bricht des Königs neues Gesetz. Mein Plan hat funktioniert. Daniel betet zu seinem Gott. Werfen wir ihn in die Löwengrube. Moment!
Das war nicht dein Plan. Das war mein Plan. Es nicht. Ich bin viel weiser als du. Ja. Au. Au. Ja. Oh, König Darius. Wir haben jemanden gefunden, der euer neues Gesetz missachtet. Unglaublich. Wer ist diese schreckliche Person? Es ist der Israelit, Daniel. Nein, nicht er. Er betet dreimal am Tag zu seinem Gott, genau wie vor dem Gesetzeserlass. Sollen es zwei Löwen sein oder drei? Ich kann Daniel nichts antun. Er ist mein vertrautester Ratgeber und noch wichtiger, mein Freund. Aber König Darius, wie ihr wisst... Sagt das Gesetz, kein vom König erlassenes Gesetz kann geändert werden. Ja, ja, genau das stimmt. Richtig, ja. So muss es sein. Also gut. Bringt Daniel in die Löwengrube. Mein lieber Freund. Was habe ich getan? Es tut mir leid, Daniel. Ich will das hier nicht tun. Du warst deinem Gott immer treu ergeben. Vielleicht wird er dich vor den Löwen retten. Keine Sorge. Ich werde dort unten nicht alleine sein. Und damit niemand den Stein bewegen und Daniel aus der Löwengrube befreien konnte, verschloss König Darius die Öffnung mit seinem königlichen Siegel. In dieser Nacht konnte Darius nicht schlafen. Er machte sich große Sorgen um seinen Freund. Am nächsten Morgen lief König Darius zur Löwengrube. Oh Daniel, hat dein Gott dich sicher behütet? Öffnet die Löwengrube! Aber seine Furcht war unbegründet. Ihr seid früh auf, König Darius. Daniel war sicher und wohlauf. Ich kann es kaum glauben. Es geht dir gut. Als die Löwen angriffen, hat Gott mich gerettet. Er sandte einen Engel, um ihre Mäuler zu verschließen. Die Löwen haben mich nicht verletzt, weil Gott weiß, dass ich nichts Falsches getan habe. Und ich habe euch nichts Böses getan, oh König. Daniel, ich bin so froh. Und ihr nennt euch selbst weise Männer? Schafft sie fort! Das war ein furchtbarer Plan. Schau mich nicht an, das war deine Idee. War es nicht. War es doch. König Darius schrieb einen Brief an jedermann in der Welt. Frieden und Glück für alle. Von nun an wird jedermann Daniels Gott respektieren. Er ist mächtiger als alle anderen Götter, denn er wirkt Wunder, um Menschen zu schützen und zu retten. Daniel arbeitete weiterhin für König Darius und blieb Gott immer treu. Und Gott segnete ihn für den Rest seines Lebens. Vor langer Zeit sendete Gott den Propheten Samuel aus, um den zukünftigen König der Israeliten zu finden. Samuel, gehe zu Jesses Haus in Bethlehem. Dort wirst du den neuen König über ganz Israel finden. Ich frage mich, wer das ist. Meine Söhne, kommt ins Haus. Ein Gast wünscht euch zu sehen. Hä? Oh. David, du bleibst da und achtest auf die Schafe. Wir werden hineingehen.
Jesse, du sagst, du hast 8 Söhne? Ja, und sie sind so gute junge Männer. Hier kommen sie. Autsch. Au! Welcher könnte es sein? Sicher muss dies Gottes Auserwählter sein. Nein, Samuel. Du denkst zu viel daran, wie er aussieht. Du musst nach innen schauen. Du musst in sein Herz sehen. Moment. Es sind nur 7 hier. Hast du keinen anderen Sohn? Doch. Aber er ist der Jüngste und Kleinste. Siehst du ihn? Dort. Er hütet die Schafe. Er? Nein, er kann es nicht sein. Oder doch? Hab Dank, ich werde nun gehen. Du musst in sein Herz blicken. Wie heißt du, mein Sohn? David. Gott hat mir gesagt, dass du eines Tages der König Israels sein wirst. Gott ist mein Freund. Er hilft mir, die Schafe zu hüten. Ja, und eines Tages wirst du uns alle retten. Auf Wiedersehen, David. Auf Wiedersehen. Gott segne dich. Davids 3 ältere Brüder wurden fortgerufen. David, komm zu mir und bete mit mir, da ich die Männer der Familie für den Kampf segne. Um für das Volk Israels zu kämpfen. Eliab, Abinadab, Schammah, möge der Herr euch segnen und behüten und euch sicher aus dem Kampf nach Hause führen. Aber Vater! Was ist, Sohn? Du hast mich nicht gesegnet. Ich will für Israel kämpfen. Sorge dich nicht um uns, Vater. Wir sind alt genug. Und stark genug. Wir können es kaum erwarten, den Feind von Gottes auserwähltem Volk, die Philister, zu bekämpfen. Wir werden siegen und bald zurück sein, David. Hey, so wartet doch! Wartet! Geht nicht ohne mich! Bitte, bitte lass mich gehen, Vater! Ich will auch für das Volk Israels kämpfen! Was ist so lustig? Ich bin vielleicht klein, aber auch mutig. Hey, erinnert ihr euch nicht mehr an den Tag, als ich die gesamte Schafherde gerettet habe? Vor einem großen wilden Löwen. Ich habe ihn mit einem Stein aus meiner Schleuder getroffen und ihn sauber zu Fall gebracht. Wollt ihr sehen, wie gut ich bin? Oh! Nein, David, nicht jetzt. Zuerst habe ich den Löwen genau auf die Nase getroffen. Peng! Und dann habe ich den Halunken an seinen Schnurrhahn durchgeschüttelt. Und dann habe ich sein Maul aufgerissen und unser kleinstes Lamm gerettet. Und dann... Ich habe keine Angst vor den Philistern. Oh! Uff! Also bitte, Vater, lass auch mich in den Kampf ziehen. Wow! Schafe zu hüten ist nicht ganz dasselbe, wie die bösen Philister zu bekämpfen, kleiner David. Bleib zu Hause, kleiner Bruder. Vater braucht deine Hilfe beim Schafehüten. Und er kann auf dich achten. Werd erwachsen, kleines Lamm. Du bist wohl mutig genug für den Kampf, aber trotzdem noch zu klein. Abinadab, Schammah, Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen, Vater.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eines Tages werde ich für das Volk von Israel in den Kampf ziehen. Eines Tages. So trafen sich die beiden großen Armeen in einem riesigen Tal zum Kampf. König Saul führte die Armee der Israeliten an. Aber der Feind, die Philister, hatten einen Riesen auf ihrer Seite. Der Riese marschierte durch das Tal auf die Armee der Israeliten zu. Seine Beine waren so groß wie Baumstämme, seine Arme so stark wie Eisen. Und seine Schritte ließen die Erde erzittern. Ich bin Goliath der Riese. Und ihr alle seid nichts als König Sauls kleine Diener. Selbst wenn ihr mich alle gemeinsam bekämpft, könnt ihr mich niemals besiegen! Ihr habt keine Chance! Na gut! Wählt einen Mann, der Mut genug hat, mich zu bekämpfen! Ich nicht! Ich nicht! Ich auch nicht! Nur ein Mann! Wenn er mich schlägt, werden alle meine Männer eure Diener sein. Aber wenn ich ihn schlage, werdet ihr alle auf ewig unsere Diener sein. Nun, wer ist mutig genug, einen Riesen zu bekämpfen? Tretet nur vor! Ich werde auf euch warten! Nichts wie weg hier! Jeden Morgen und Abend, 40 Tage lang, kam Goliath in die Mitte des Tales und erhob sein Kriegsgeschrei. Heute bekämpfen! Ich nicht. Gestern nicht. Und heute auch nicht. Keiner von uns ist immer mutig genug, gegen einen so großen Riesen zu kämpfen. Oder närrisch genug. Ihr seid nichts als Feiglinge! Er sagt es. Er hat recht. Natürlich hat er recht. Nun, was denken meine Brüder? Sollte ich, Nein. Ja. Nein, denk nicht einmal dran. Ich werde es versuchen. Du darfst dein Leben nicht riskieren. Besser ich. Auch du nicht, Eliab. Das ist es nicht wert. Nicht einmal für König Sauls Tochter. Aber wäre es nicht großartig, zur Belohnung die Hand der Prinzessin dafür den Riesen erschlagen zu haben. Ich wünschte, dies wäre vorbei und wir könnten zu Vater nach Hause gehen.
Der König wird einen Plan entwickeln. Ihr werdet sehen. Ich wette, ich schaffe 5 auf einmal. Denk daran, du brauchst keine Angst zu haben. Oh, David, das war ein guter Schuss, Sohn. Hast du das gesehen, Vater? Vielleicht lässt du mich ja jetzt der Armee beitreten und mit König Saul und den Israeliten kämpfen. Nein, Sohn, ich sagte bereits, sie nehmen dich nicht. Du bist zu jung, um Soldat zu sein und musst erst noch mehr Fleisch auf deine Knochen bekommen. Aber Vater, ich bin stark. Und ich kann laufen wie ein Hirsch. Ich sagte nein, David. Tu, worum ich dich bitte und bring deinen Brüdern dieses Essen. Dann eile nach Hause und berichte mir, wie es ihnen geht. Und sei vorsichtig, Sohn. Ich bete, dass du gute Nachrichten bringst. Mich heute bekämpfen! Oh, oh, oh. Ist einer von euch mutig genug zum Kampf? Sind alle Israeliten nichts als Feiglinge? Eliab, Abinadab, Shama, was macht ihr denn? Warum lauft ihr denn weg? Du läufst besser auch, wenn du halbwegs gescheit bist. Oh, pass auf, Junge! Aber wer ist das? Es ist Goliath, der Riese. Er ist der Kämpfer der Philister gegen das Volk von Israel. Aber warum schlägt denn niemand zurück? Was soll das heißen? Sieh ihn an! Er ist zu stark! Er ist über 10 Fuß hoch! Wir könnten nicht einmal seinen Speer heben! Aber was ist mit König Saul? König Saul wird demjenigen, der den Riesen besiegt, eine Belohnung geben. Er wird ihm sogar seine Tochter zur Frau geben. Und keiner von euch hat den Mut, es zu versuchen? Nein, keiner von uns will grundlos sterben. Eliab, warum willst du nicht kämpfen? Abinadab, warum hast du Angst? Shama, fürchtest du dich auch vor dem Riesen? Alle Soldaten haben Angst, kleiner David. Ja, kleiner Bruder, hast du nicht auch Angst? Du bist noch immer zu jung, um hier zu sein, David. Ja, kleiner Bruder, geh heim und hüte die Schafe, wo es sicher ist. Nein, das kann ich nicht. Jemand muss Goliath bekämpfen. Aber wer? Jeder hier hat Angst. Ich kämpfe gegen den Riesen. Ich habe keine Angst. Du? Ja. Gott ist stärker als Goliath. Und Gott wird mir helfen. Geht und sagt König Saul, dass ich keine Angst habe. Ich habe Nachricht für König Saul. Welche Nachricht? Nun,
Da ist der israelitische Kämpfer, der eigentlich ein junger Schafhirte ist. Er sagt, er will für König Saul und die Israeliten kämpfen. Er sagt, Gott wird ihm helfen, den Riesen zu schlagen. Und er wurde nicht mal zum Soldaten ausgebildet. Nun sagt dem närrischen Kerl, er soll heimgehen. König Saul hat keinen Bedarf an Späßen hier auf dem Schlachtfeld. Sage dem Jungen... Sagt dem Jungen, er soll herkommen. Aber Sir... Joab, bring den Jungen her zu mir. Sofort. Ich frage mich, wer er ist. Ich frage mich, ob er der Einzige ist, der es wagt, den Riesen zu bekämpfen. Yes, I understand, a giant of a man, and I am not. His spear appears to be the size of a small tree, and all I've got is a slingshot. This Philistine is large, but I know who's in charge. I have a giant of a God, you see, bigger than the trouble in front of me. And even 9 feet tall starts looking pretty small next to the giant of a God. This Philistine is large, but I know who's in charge. I have a giant of a God, you see, bigger than the trouble in front of me. And even 9 feet tall starts looking pretty small next to the giant of a God with me. I have a giant. Also das ist unser kleiner Held. Sieht aus, als könnte er keiner Fliege was zuleide tun. Macht Platz für den kleinen Riesentöter! Ich sehe keinen Riesentöter. Ich sehe überhaupt niemanden. Ich auch nicht. Ruhe! Macht dem Jungen Platz. Ich sagte, macht Platz für den Schafhirten. Der König will ihn sehen. Oh, ja, oh, ja. Selbstverständlich, Hauptmann. Natürlich. Schon unterwegs. Eure Majestät, ich bin... Ruhe! Lasst den Jungen sprechen. Bitte, Sir, fürchtet den Riesen nicht. Mit Gottes Hilfe werde ich ihn besiegen. Ich werde Goliath für alle Menschen Israels schlagen. Aber wie kann ein Junge wie du Goliath bekämpfen? Du kannst ihn weder an Größe, noch an Stärke oder an Geschick übertreffen. Und du bist niemals zum Kampf ausgebildet worden. Das ist wahr, Eure Majestät. Ich bin jung und klein. Aber Gott wird mich stark machen. Wenn Gott meine Schafe beschützt, schützt er auch mich vor dem Riesen. Lasst mich nun den Riesen bekämpfen. Für euch und das Volk von Israel. Ja, kleiner David. Möge Gott mit dir sein. Joab,
Hol mein Schwert und mein Schild. Hol meine Rüstung. Gib sie dem jungen David. Hä? Joab, rüste den Jungen zum Kampf. Ja, 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 Eure Majestät. Nun habt ihr König Saul nicht gehört? Tut, was er sagt. Ich kann euer Schwert kaum heben, Euer Majestät. Und euer Schild ist viel zu schwer für mich. Aber David! Gottes Hilfe ist die einzige Rüstung, die ich brauche. Bitte hilf mir, Gott. Hilf mir im Kampf gegen den Riesen, für das Volk von Israel. Kannst du mich hören, Goliath der Riese? Ich bin bereit zum Kampf! Glaubst du, du kannst mit Stöcken und Steinen kämpfen? Das wird dir leid tun! Bekämpfe du mich nur mit deinem Schwert und deinem Speer, Goliath. Aber ich kämpfe im Namen Gottes. Israeliten jagten die Philister davon. Ein Hund! Der Junge hat sich getötet! Ja! Hallo! Hurra! Goliath ist tot! Wo ist der Junge? Joab, bring ihn her zu mir. Kleiner Bruder! Du bist es! Unser mutiger kleiner Bruder David. Bringt den Jungen her zu König Saul. Ich danke dir, mein Sohn. Dankt Gott, Eure Majestät. Und so besiegte der kleine David Goliath den Riesen mit Gottes Hilfe. Doch dies war nur eines von vielen Abenteuern, die Gott für ihn ausersehen hatte. David, der Hirtenjunge, wuchs auf, um ein großer König zu werden, der Gott diente. Während Davids langem und abenteuerreichen Leben gedachte er immer wieder der vertrauensvollen Worte. Vor langer Zeit bereiste Jesus das Land und lehrte die Menschen, gut zueinander zu sein und Gott zu lieben. Viele Menschen hörten ihm zu und lernten aus seinen Geschichten. Aber einige verstanden ihn nicht und hatten Fragen. Hey, ich hab da noch eine Frage. Das ist keine Geschichte. Wie hast du das gemeint? Was tust du, Jesus? Du sitzt bei Sündern. Wie kannst du ein Lehrer sein, von Gott gesandt, wenn du zu Steuereintreibern sprichst? Diese Männer nehmen unser Geld und geben es dem Kaiser. Wir haben gehört, du isst sogar mit diesen Männern. Sie haben Gott den Rücken gekehrt. Ich bin sicher, Gott will nichts mit ihnen zu tun haben. Warum du? Alle Menschen sind etwas Besonderes für Gott. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Hirte mit 100 Schafen. Aber er verlor eines von ihnen. Jesus erzählte davon, dass der Hirte alle seine Schafe sicher wissen wollte. Er suchte und suchte. Bis er es fand.
Der Hirte veranstaltete eine große Feier, weil er das verlorene Schaf wiedergefunden hatte. Aber Jesus, der Hirte, hat nur seine Arbeit gemacht. Es herrscht mehr Freude im Himmel über einen, der verloren ging und wiedergefunden wird, der sein Leben für Gott verändert, als über 99 Menschen, die sich nicht ändern müssen. Jesus erzählte ihnen von einer Frau, die 10 Silbermünzen hatte, aber eine davon verlor sie. Als die Frau merkte, dass sie die eine Münze verloren hatte, war sie sehr ärgerlich. Sie verbrachte die ganze Nacht damit, nach der verlorenen Münze zu suchen. Sie ihre Freunde zu einer Feier ein, weil sie gefunden hatte, was ihr abhanden gekommen war. Und so fühlt Gott es mit den Menschen. Im Himmel singen die Engel, wann immer eine Person sagt, er oder sie glaubt an Gott und will ein besseres Leben führen. Aber Jesus, in deinen Geschichten haben der Hirte und die Frau sehr wertvolle Dinge verloren. Und alle Sünder, besonders Steuereintreiber, sind wertlose, schlechte Menschen. Hört eine weitere Geschichte. Eine Geschichte von Vergebung und Liebe. Es war einmal ein Mann, der sowohl ein wohlhabender Bauer als auch ein liebender Vater war. Der Vater versuchte den Söhnen beizubringen, wie man sich um seine Sachen kümmert. Danke schön, Ruben. Aber wo ist dein Bruder? Ach, Benjamin. Obgleich seine Söhne sehr unterschiedlich waren, liebte er jeden von ihnen genauso sehr wie den anderen. Der Vater hoffte, sie würden zu hart arbeitenden Bauern heranwachsen. Aber als der jüngere Sohn älter wurde, träumte er von fernen Orten. Er wollte nicht auf seines Vaters Hof bleiben. Der Sohn beschloss, sein Zuhause gleich am folgenden Tag zu verlassen. Vater, letzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Tatsächlich? Was für eine Art? Ich ritt das beste Pferd der ganzen Stadt. Oh, es ist schön, eine Stadt zu besuchen, aber... Alle sahen mich an, weil ich gut aussah, klug und reich war. Ja, das alles bist du. Vater, das Leben auf dem Hof ist gut für dich. Du bist ein Bauer, aber es ist nichts für mich. Es gibt so vieles, was ich tun will.
und Orte, die ich sehen will. Du willst uns wirklich verlassen? Ja. Du hast meinem Bruder und mir immer ein Erbe versprochen. Geld für uns. Aber das ist für deine Zukunft. Oh, bitte, Vater. Ich möchte mein Geld jetzt haben. Ich will noch heute in die Welt hinausgehen. Aber der Vater wollte nicht, dass sein Sohn ging. Es versetzte ihm einen harten Schlag. Ich danke dir, Vater. Ich bin reich. Hey, das ist nicht fair. Benjamin kann nicht das Geld nehmen und einfach so gehen. Wenn es das ist, was er will, soll er es tun. Sorge dich nicht um den Hof, Vater. Ruben wird hier sein. Aber ich sorge mich um dich. Ich werde dich vermissen, mein Sohn. Es wird mir gut gehen. Ich werde die Welt erkunden. Winke deinem Bruder zum Abschied, Ruben. Der Vater konnte nur hoffen, er würde seinen Sohn eines Tages wiedersehen. Ah, keine schmutzigen Hände mehr, keine Rückenschmerzen und keine Arbeit mehr. Ist das nicht herrlich? Eine milde Gabe. Der Sohn war das erste Mal draußen in der Welt und er wollte alles kaufen, was er sah. Was meinst du? Jetzt fehlt nur noch, dass man mich auf einem prächtigen Pferd reiten sieht. Vierzig. Sie haben das beste Pferd in meinem Stall gekauft. Nun, ich verdiene auch das Beste, wissen Sie? Brauchen Sie Ihr Maultier noch? Nein. Es erinnert mich an den Hof meines Vaters. Ach. Keins meiner Pferde ist 40 Münzen wert. Mensch, dieses Maultier ist das Doppelte wert. Diesen Narren interessiert es nicht, wie er sein Geld los wird. Da sehe ich noch etwas zum Kaufen. Oh, der Preis interessiert mich nicht. Oh, ich will, dass man mich heute durch die Stadt reiten sieht. Pferdchen! Thank you.
Vater, ich habe all unsere Tiere aufgelistet. Oh, danke, Ruben, das war viel Arbeit. Ach, ich habe gerade an deinen Bruder gedacht. Sicher vermisst du ihn genauso wie ich. Der Sohn gab immer noch Geld aus. Er hatte seine Lektion noch nicht gelernt. Es tut mir leid, aber Sie müssen gehen. Es warten Kunden auf mich. Oh, ich bitte um Verzeihung, Sir. Wie wär's mit einem großen, weichen Kissen? Der Junge dachte noch immer nur an sich selbst. Meine Damen und Herren, zur Erheiterung während des Essens, Bera und sein lustiger Affe. Ich muss diesen lustigen Affen haben. Entschuldigung, Sir, aber Sie sind seit einer Woche hier. Bezahlen Sie Ihre Rechnung? Oh, Sie wollen also Geld. Oh, oh. Raus! Raus aus meinem Wirtshaus! Oh. Das behalte ich für die Rechnung! Nun war Benjamin alleine und sehr hungrig. Was mache ich jetzt bloß? Zum ersten Mal in seinem Leben musste der Sohn um Essen betteln. Nein, kein gratis Essen. Der Junge war so hungrig, er musste Arbeit finden, egal welche. Aber die einzige Arbeit, die er finden konnte, war die schlimmstmögliche. Also sowas. Ihr fresst wirklich wie die, naja, Schweine. Ich habe solchen Hunger. Danke, kleines Schwein. Ich habe mich so närrisch benommen. Ein Schweinestall ist schön, wenn man ein Schwein ist. Aber es ist nichts für mich. Auf dem Hof meines Vaters hat jeder, sogar die Aushilfen, einen Platz zum Schlafen und genug zu essen. Das ist es. Ich werde heimgehen. Vater wird mich nicht mehr zum Sohn haben wollen. Nicht so, wie ich ihn behandelt habe. Aber alles ist besser als das hier. Hey, vielleicht gibt er mir Arbeit auf dem Hof. So etwas wird mir garantiert niemals wieder passieren. So beschloss der Sohn, nach Hause zu gehen und hoffte, sein Vater würde ihn nicht fortschicken. Gott sei Dank, er ist zurück. Sir, Ihr Sohn kommt nach Hause. Benjamin! Mein Sohn ist zurück! Ja.
Mein Bruder ist zurück. Ah, das war keine gute Idee. Mein Vater wird sicher nicht mal mit mir reden wollen. Oh oh, zu spät. Ob er sehr wütend auf mich ist? Vater, es tut mir alles so leid und ich will dich nur um Arbeit auf dem Feld bitten. Man sollte mich nicht einmal mehr deinen Sohn nennen. Willkommen, oh willkommen daheim. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Was? Lasst uns alle feiern. Vater, ich verstehe dich nicht. Sorgt für Essen, reichlich Essen und holt Musikanten her. Mein Sohn ist wieder heimgekehrt. Aber der ältere Bruder war eifersüchtig auf Benjamin. Ah, geh mir aus dem Weg! Sag mir, hängt das Schild richtig? Nein, es ist falsch. Es ist alles völlig falsch. Der Vater hieß seinen verlorenen Sohn zu Hause willkommen. Und dem Sohn wurde klar, wie sehr sein Vater ihn liebte. Spent my money, lost my way. Left my house when I had it made. Just a slave to a broken heart till I found my father's open arms. Feels so good to be home again. No more roaming the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. Feels so good to be home again. My boy is back, yes it's true. Set the table, prepare the food. Watch me dance, bless this day. So good to know he's home to stay. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is here again. My lost son is home again. I never thought my father would welcome back a boy like me. Now I can hardly believe the celebration feast. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is home again. Feels so good to be home again. No more roaming the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. My lost son is home again. Wo ist Ruben? Wir können nicht ohne ihn feiern. Du versäumst Benjamins Feier. Ich hab keine Lust. Es ist nicht fair. Vater, ich bin zu Hause geblieben und habe dir geholfen, aber für mich hast du nie ein Fest gegeben.
Aber sobald mein fauler Bruder wieder heimspaziert, bekommt er eine Feier. Mein Sohn, wann immer du ein Fest willst, wirst du es bekommen. Hä? Ich liebe dich von ganzem Herzen, aber heute ist ein besonderer Tag. Dein Bruder ist wieder zurück. Wie der Baum, den wir gepflanzt haben, als ihr beide klein wart. Im Winter ist er kahl und leer, man könnte meinen, er sei tot. Aber im Frühling erwacht er zu neuem Leben. Ich bin glücklich, denn ich hielt meinen Sohn für tot, doch er lebt. Und jetzt ist er wieder sicher bei uns. Los, komm und feiere mit mir. Hilfe! Ruben! Ich war ein gedankenloser Bruder. Kannst du mir jemals vergeben? Willkommen zu Hause, Bruder. Der Vater ist wie Gott. Er ist voller Freude und Vergebung, wenn sich jemand entschließt, ihm zu folgen. Was auch immer wir getan haben, wer auch immer wir sind, Gott wird uns immer lieben. Das überzeugt uns nicht. Gott vergibt auch den Pharisäern. Alle anderen hörten aufmerksam zu, als Jesus noch mehr Geschichten erzählte, und sie lernten, wie wertvoll jedes Kind, jeder Mann und jede Frau für Gott ist. Vor langer Zeit verbreitete sich die Nachricht um einen wunderbaren Lehrer in Jerusalem. Es war Jesus, der Sohn Gottes. Er half Menschen, die krank waren. Er ermutigte Menschen, die alleine waren. Er beantwortete ihre Fragen und berichtete ihnen von Gott. Jesus reiste von Ort zu Ort. Und wo immer er hinkam, wollten die Menschen hören, was er zu berichten hatte. Wisst ihr, die Engel der Kinder sind Gott im Himmel immer besonders nahe. Bitte, berühre mein Baby. Bete für mein Kind. Nein, geht fort. Einer von Jesus' Jüngern war verärgert. Seht ihr nicht, dass Jesus zu beschäftigt ist, um seine Zeit mit Kindern zu verschwenden? Wartet. Meines Vaters Königreich gründet sich auf Menschen, die vertrauen und lieben, wie die Kinder es tun. Für Gott ist jedes Kind ein ganz besonderer Schatz. Als mein Jünger müsstest du wissen, dass ich mich niemals von Kindern abwenden könnte. Es tut mir leid, Jesus. Hier. Bitte, komm zurück. Es war mein Fehler. Jesus wird eure Kinder segnen. Jesus war niemals zu beschäftigt, für wen auch immer, ob jung oder alt, krank oder gesund. Ha, 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 ha.
Lehrer! Wenn du wirklich alle Antworten kennst, sag mir, wie kann ich in den Himmel kommen? Du hast Gottes Gesetze studiert. Was glaubst du selbst? Nun, es besagt, ich soll Gott von ganzem Herzen, Geist und mit aller Kraft lieben. Und ich soll meine Nächsten und alle Menschen so lieben wie mich selbst. Das ist richtig. Aber warte, ich verstehe alles bis auf den letzten Teil. Wer sind meine Nächsten und wie kann ich andere lieben? Was gibst du mir zur Antwort, Jesus? Die Geschichte eines jungen Mannes. Er verließ Jerusalem und machte sich auf den Weg nach Jericho. Der junge Mann achtete sorgsam auf sein Geld, wie sein Vater es ihm immer gesagt hatte. Und dann trat er die Reise an. Morgen. Guten Morgen. Auf seinem Weg grüßte der Mann andere Reisende, unter ihnen auch einen Priester aus dem Tempel. Habt eine gute Reise. Das wünsche ich dir auch. Als er seine Reise fortsetzte, traf er einen weiteren Reisenden, einen Leviten. Leviten halfen den Priestern im Tempel. Danke, hab Dank, mein Freund. Und eine gute Reise. Danke, du auch. Mit der Zeit sah der Reisende immer weniger und weniger Menschen auf der Straße. Ich bin also nicht alleine. Was für ein schöner Vogel. So einen Vogel habe ich schon mal gesehen. Oh, Papa! Können wir die Vögel ansehen? Das tun wir doch immer, Sohn. Oh, Papa, liebst du die Vögel nicht auch so sehr? Lieb die Vögel! Liebe die Vögel! Nun komm, deine Mutter hat uns Mandeln fürs Abendessen kaufen geschickt. Sie leben von uns aus die Straße hinunter, nicht wahr? Ja, sie sind unsere Nachbarn. Es sind gute Leute. Oh, Papa, schau! Wer ist dieser Mann? Er ist nicht aus Jerusalem. Er stammt aus Samaria. Das ist ein Samariter? Bleib hier, Junge. Samariter sind nicht wie unsere Nachbarn. Sie sind unsere Feinde und verdienen kein Vertrauen. Der Junge war gelehrt worden, alle Fremden zu fürchten. Denk immer daran. Hüte dich vor den Samaritern. Hüte dich vor den Samaritern. Der Reisende war völlig allein auf der Straße, als ein Fremder auftauchte. Er hatte Angst, denn sein Vater hatte ihn immer ermahnt, Menschen von fremden Orten nicht zu trauen. Aber der Fremde tat ihm nichts zuleide. Hallo, kleiner Freund. Hier ist etwas Süßes für dich.
Oh, entschuldigt, ich habe euch nicht gesehen. Einen guten Tag, Fremder. Wie geht es dir? Hallo. Kommt ihr aus Jerusalem? Ach, das ist eine Erleichterung. Es ist gut, so weit von zu Hause Nachbarn zu begegnen. Au, du hast einen festen Händedruck, Freund. Ach, das war doch noch gar nichts. Schnappt ihn! Was macht ihr denn? Hört bitte auf! Nein, halt, bitte! Warum tut ihr das? Wir sind Nachbarn! Jetzt gib uns all dein Geld, Nachbar! Verschwinden wir von hier! Die Diebe nahmen das Geld und den Schmuck des Reisenden und beinahe auch sein Leben. Hörte seine Hilferufe. So versuchte er, zurück zur Straße zu kriechen. Oh, oh, oh. Ich weiß, du würdest mir helfen, wenn du könntest, kleiner Freund. Der arme Reisende lag stundenlang im Graben. Kommt jemand? So ein Glück. Es ist der Priester. Er hilft mir. Aber ich bin so müde. Der Reisende brauchte Hilfe, aber er war zu schwach zum Rufen. Was ist das? Oh, du meine Güte! Jemand sollte dem armen Mann helfen. Der Priester ging auf der anderen Straßenseite an dem Reisenden vorbei. Hin. Oh, oh. Der Levit. Mich Freund. Hilfe! Bitte! Hilfe! Bitte, Freund? Nein, nein, nicht ich.
bitte. Wie der Priester zuvor ritt der Levit auf der anderen Straßenseite weiter. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Kann mir nicht irgendjemand helfen? Am späten Nachmittag war der arme Reisende sehr schwach geworden. Hallo, kleiner Freund. Ich fürchte, ich werde die Nacht nicht überstehen. Sag mir, Gott, wo sind meine Nächsten jetzt, da ich sie brauche? Bei Sonnenuntergang kam ein weiterer Reisender die Straße hinunter. Da kommt jemand. Oh nein! Ausgerechnet, wo ich so dringend Hilfe brauche, kommt ein Samariter des Weges. Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Wer ist da? Was ist dir geschehen? Ach, was auch immer, du brauchst Hilfe. Ich bin gleich zurück. Er kommt nicht zurück. Das ist Medizin für deine Schnitte und Kratzer. Das sollte helfen. Ich verstehe das nicht. Ich werde dich für die Nacht an einen sicheren Ort bringen. Aber wieso? Du bist ein Samariter. Ah, dann hast du mein Volk bereits kennengelernt. Reisende, die vorbeigingen, trauten ihren Augen nicht. Ein Samariter half einem Israeliten. Sprich nicht. Spare deine Kraft für die bevorstehende Reise. Ich hoffe, es tut nicht allzu sehr weh. Der Samariter führte seinen Esel zu einem kleinen Gasthof. Hatte er einen Unfall? Geht es ihm gut? Nein, wir müssen ihn hineinbringen. Ja, sicher. Der Mann, er lebt. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Aber wer ist da bei ihm? Hey, es ist ein Samariter. Aber kein Samariter würde einem Israeliten helfen. Oder doch? Musik.
ruh dich aus. Hab Dank. Die ganze Nacht hindurch kümmerte sich der Samariter um den verletzten Mann. Meine Reise heute fortsetzen. Nimm dieses Geld und bezahle damit alles, was er braucht, bis ich wieder zurück bin. Wenn ich zurückkomme, bezahle ich dich für alle anderen Ausgaben. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich sehe dich in einigen Tagen. Ich fragte Gott, wo meine Nächsten waren, als ich sie brauchte. Er hat mir die Antwort gegeben. Und der Samariter tat, wie er versprochen hatte. Ein paar Tage später brachte er den Reisenden zurück nach Jerusalem. My neighbor, you are my neighbor. I can clearly see that a neighbor is a friend reaching out to me. Who's my neighbor? You are my neighbor. Now we both agree that a neighbor is a friend helping friends in need. Look for a neighbor. When the day is done, look for a neighbor. He will be the one always standing by your side when the day is done. Who's my neighbor? You are my neighbor. Hand in hand we go. Hand in hand we go. Helping strangers we may meet. Instead of your eyes, the neighbor you find will be a big surprise. Look for a neighbor, he will be the one. Hand in hand we go, always standing by your side when the day is done. Look for a neighbor, he will be the one, always standing by your side. Nun, sag mir, wer war des Reisenden Nächster? Der Priester? Der Levit? Oder der Samariter? Oh, das ist einfach. Derjenige, der für ihn gesorgt hat. So wie wir alle es tun sollen. Anderen Freundlichkeit zeigen. Liebe nicht nur deine Familie und deine Freunde. Liebe alle Menschen, besonders jene in Not. Lebe dein Leben wie der barmherzige Samariter. Das werde ich. Lass mich dir helfen, Junge.
unser Nächster. Die Geschichte, die Jesus an diesem Tag erzählt hatte, verbreitete sich in die Welt. Und heute wird ein Mensch, der anderen in der Not hilft, barmherziger Samariter genannt.